wahren Courage. Wir stehen hier kurz vor unserem VIA Business Club zum Thema Magic Leap zusammen mit Yannick Hartmann von HoloLight, die uns die Magic Leap präsentieren. Wir sind schon irrsinnig gespannt. Und vorher 5 kurze Fragen. Was macht denn Unternehmen HoloLight? HoloLight stellt Mixed Reality Software für die Industrie her. Das heißt, überall entlang der Wertschöpfungskette, wo es eigentlich darum geht, dem Arbeiter zu unterstützen, Arbeitsprozesse zu erleichtern. Da ist Mixed Reality ein sinnvolles Tool und das setzen wir dort auch gezielt ein. Wunderbar. Was ist deine Meinung zum Magic Leap? Zum Magic Leap? Ja, genau, zu der ersten. Meine persönliche Meinung, um es kurz zu machen vielleicht, eine sehr bequeme Brille, eine sehr starke Brille, hat sehr viel Potenzial, auch noch was jetzt noch kommen kann, vielleicht in der zweiten Version der Magic Leap, hat eine sehr gute Fingergestenerkennung und gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Okay. Mehr dazu später beim Tryout. Genau, in geheimer Runde. Genau. Welche Mixed Reality Anwendungsfälle sind bei euren Kunden derzeitig besonders beliebt? Derzeit momentan sehr beliebt auf jeden Fall das Thema Wartung, wird eine immer wiederkehrende große Rolle spielen. Was momentan so das Problem auf dem Markt ist, ist einfach, dass die Speicherkapazität der Brillen begrenzt ist. Das heißt, die visuelle Ausgabe ist in dem, was wir ausgeben können, leider begrenzt. Das heißt, es müssen Mittel und Wege gefunden werden, das zu umgehen. Wir arbeiten da gerade in verschiedenen Projekten, unter anderem im Hubraum-Projekt, wo es um dem Ausbau von 5G-Netz geht, sprich übers Edge Computing, Remote Rendering, größere Sachen wiedergeben können, was bisher noch undenkbar gewesen ist. Wow! 4. Frage, wo liegen die derzeitigen Schwächen deiner Meinung nach und Fragezeichen von Mixed Reality? Ja, definitiv eine Schwäche, wie ich gesagt habe, ja, begrenzter Speicher, auf jeden Fall. Andere Schwäche, ganz klar, dass die Technologie weiter als die Hardware ist. Genau, schließt so ein bisschen auch aufs Erste. Ja. Und das sind momentan die Probleme, denen wir eigentlich jeden Tag so begegnen. Okay, und wie stellt ihr euch die Zukunft von Mixed Reality vor und Augmented Reality? Um das mal so in einem zu fassen, ihr seid ja auch HoloLens Partner, insofern ihr habt ein breites Spektrum schon an Erfahrung. Ja, ich sehe es, also wir setzen uns ja gezielt in der Industrie ein, ich sehe es aber auch im Konsumentenmarkt, noch nicht jetzt, aber dahin wird es in der Zukunft gehen. Und ich bin mir sicher, dass es in 5 bis 7 Jahren eventuell möglich ist, mit der Brille Sachen zu machen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Die Leute zum Beispiel damals nie gedacht hätten, dass einmal Videotelefonie mit dem Handy möglich sein wird, werden mit diesen 3D-Brillen, was jetzt praktisch noch die erste Generation der Handys ist, später ganz, ganz tolle Sachen möglich sein, auch für den Privatkonsumenten. Das heißt, die werden kleiner, werden mehr sexy aussehen und man Definitiv. Wird sich wohlfühlen damit, durch die Gegend zu laufen. Es wird was ganz Selbstverständliches sein, ja. Wow. Okay, vielen, vielen Dank. Eine Sache möchte ich noch sagen. Wir sind hier, wer schon mal einmal rumschwenkst, im Immersive Showroom Berlin. Da ist auch Marc, der Managing Director. Hallo. Und ja, wir freuen uns auf die Veranstaltung heute und vielen Dank, Yannick, für das Interview. Sehr gerne.